Wundervoll. Genau, dann darf ich euch offiziell sozusagen begrüßen zu unserer Diskussionsveranstaltung von Klasse gegen Klasse unter dem Titel Wir lassen uns nicht kriegstüchtig machen. Wir wollen heute Abend mit euch diskutieren, wie wir eine große antiimperialistische Bewegung gegen den Militarismus der Herrschenden aufbauen. Mein Name ist Marco, ich bin Redakteur bei Klasse gegen Klasse, darf den heutigen Abend moderieren. Klasse gegen Klasse kennt ihr wahrscheinlich, so wie ihr hierher gekommen seid. Revolutionäre Nachrichten Tag für Tag, die Publikation der revolutionären internationalistischen Organisation. Genau. Während ich nun moderieren darf, haben wir aber zwei wundervoll kompetente RednerInnen heute, die den inhaltlichen Teil übernehmen. Zuerst spricht Marius, der neben mir sitzt, ebenfalls Redakteur von KGK ist. Er wird ein erstes Panorama zeichnen über den Stand des deutschen Militarismus hierzulande und in der Welt. Und dann folgt auf ihn Lea, Sozialarbeiterin in Berlin, ebenfalls bei Klasse gegen Klasse, die auf die politischen Antworten auf die Militarisierung eingehen wird, welche verschiedenen es gibt, warum sie unzureichend sind und was wir stattdessen brauchen. Genau, und ohne weitere Umschweife darf ich Marius das Wort erteilen. Vielen Dank. Ich möchte erst einmal anfangen mit diesem Begriff der Kriegstüchtigkeit. Wahrscheinlich der Lieblingsbegriff von Verteidigungsminister Boris Pistorius und auch anderen Spitzenpolitikerinnen. Was macht das denn eigentlich aus? Ein paar Zahlen und Fakten zum Einstand. Deutschland hat während des Ukraine-Krieges Waffen im Wert von 18 Milliarden Euro an die Ukraine geliefert. Die Rüstungsexporte an Israel haben sich von 2022 auf 2023 verzehnfacht. Also man kann direkt sagen, dass Deutschland die Waffen und die Munition liefert für den Genozid. Wir sehen andauernd irgendwelche großen Militärmanöver. Wir sehen den Neubau und den Ausbau von Munitionsfabriken. Es gibt Debatten um Atomwaffen. Es gibt jetzt auch seit einigen Wochen einen neuen Militäreinsatz im Roten Meer, der auch mit der angespannten Situation mit dem Iran zu tun hat. Und selbst in einer Kindersendung vom ZDF namens Logo wird der Krieg aufgenommen. Dazu habe ich für euch ein Bild, das das ganz gut zeigt. Vielleicht habt ihr davon auch gehört. Ich muss nur ganz kurz die Freigabe erteilen. So, jetzt müsstet ihr das sehen. Also, in ZDF wurde in der Kindersendung eine sprechende Taurus-Rakete ja, gezeigt, die dann mit der britischen Storm Shadow Rakete ist auch so ein Marschflugkörper oder eine Mittelstreckenrakete, diskutiert, warum sie denn noch nicht in die Ukraine geliefert wird. Also dann wird den Kindern eben heutzutage gezeigt, was man alles liefern sollte. Und ja, ist natürlich reichlich zynisch. Zurück zum eigentlichen Vortrag. Ja. Genau, was macht das sonst noch aus, diese Militarisierung? Pistorius will bis zu 150 Milliarden statt der aktuellen 85 Milliarden Euro für den Rüstungshaushalt in den kommenden Jahren einplanen. Und auch SPD-Abgeordnete haben jetzt kürzlich ein neues Sondervermögen gefordert, nachdem die 100 Milliarden von vor 2 Jahren fest verplant sind. Und diese ganze Aufrüstung wird natürlich auch durch Einsparungen bezahlt. Man sieht das. Die Kindergrundsicherung soll 2,5 Milliarden Euro betragen. Wenn man mal die Relationen sieht, 100 Milliarden Sondervermögen, 2,5 Milliarden Kindergrundsicherung, dann ist ganz klar, denke ich mal, wo der Fokus liegt, nämlich auf der Militarisierung und Aufrüstung. Das Gleiche setzt sich auch in anderen Bereichen fort. Wir sehen Sanktionen beim Bürgergeld, Sparpolitik in der Gesundheit, in der Bildung, im Sozialen.
Und genau in diesen Bereichen sehen wir auch eine Militarisierung der Schulen und Krankenhäuser selbst, die auf Kriege vorbereitet werden sollen. Es sollen mehr Jugendoffiziere an Schulen kommen, Krankenhäuser sollen für den Ernstfall üben und auch in den Universitäten in Bayern soll jetzt die Zivilklausel abgeschafft werden, die Kooperationen mit Rüstungsunternehmen einschränkt. Und stattdessen will die bayerische Landesregierung von Markus Söder ein Kooperationsgebot sogar mit der Bundeswehr von Universitäten einführen. Und man kann durchaus sagen, dass damit Schulen und Universitäten auf Linie gebracht werden sollen. Auch das Genderverbot in Bayern von Markus Söder ist genau ein solcher Schritt der Disziplinierung. Und die Militarisierung, die wir nach außen sehen, die findet eben nach innen statt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht von einer sogenannten Zeitenwende für die innere Sicherheit. Das heißt also mehr Geld für Polizei und Überwachung und auch mehr Restriktionen. Und wie das ausgesehen hat, haben wir am vergangenen Wochenende beim Palästina-Kongress gesehen. Ein Kongress, der mit hunderten Teilnehmenden stattfinden sollte. Ein linker Kongress. Und der wurde von Behörden und vielen Medien, ja, des Antisemitismus und des Islamismus bezichtigt und schließlich von der Polizei zerschlagen. Es wurden sogar Einreiseverbote und politische Betätigungsverbote verhängt, und zwar gegen den palästinensischen Arzt Abu Sitteh und den früheren griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis. Und dabei handelt es sich um extreme Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wie wir sie wirklich seit vielen Jahren in Deutschland nicht mehr gesehen haben. Und das Ganze zeigt, die Regierung will ihren außenpolitischen Kurs mit autoritären Mitteln stützen, in einer Situation, in der etwa die Hälfte der deutschen Waffenlieferungen an Israel falsch findet. Also, wenn die Regierung sagt, sie will Deutschland kriegstüchtig machen, dann meint sie nicht nur mehr Geld für Waffen, sondern die Disziplinierung der Gesellschaft, die Disziplinierung aller Lebensbereiche und auch eine Disziplinierung der Arbeiterinnenbewegung, etwa mit der Hetze gegen das Streikrecht, wie wir sie in den vergangenen Wochen gegen die Bahnstreiks gesehen haben. Also wir sehen eine ideologische Offensive für mehr Militarismus an Schulen und Universitäten und wir sehen auch, wie die Militarisierung normalisiert werden soll. Also wenn wir uns zurückerinnern, vor etwa 10 Jahren musste Bundespräsident Horst Köhler noch zurücktreten, weil er öffentlich sagte, die Bundeswehr verteidigt in Afghanistan deutsche Handelsinteressen. Es war damals undenkbar, so etwas öffentlich auszusprechen. Da ging es angeblich um einen humanitären Einsatz. Und heute ist es ganz selbstverständlich, dass Deutschland Handelsinteressen verteidigt oder dafür Truppen aussendet. Und das sehen wir auch am Einsatz jetzt im Roten Meer, wo das teuerste Kriegsschiff der Bundeswehr hingeschickt wurde. Es geht darum, Seefahrtswege freizuhalten. Aber es ist nicht nur gegen die sogenannten Houthi-Rebellen gerichtet, die hier die Handelswege blockieren, sondern es soll auch Stärke gezeigt werden im Konflikt mit dem Iran und damit indirekt auch gegenüber dessen Verbündeten Russland. Und gerade in der Situation mit dem Iran sehen wir, dass sich der Genozid in Gaza droht auf einen ganzen Regionalkrieg auszuweiten. Israel hatte vor einigen Wochen die iranische Botschaft in Damaskus bombardiert und der Iran hat jetzt mit Drohnen und Raketenangriffen geantwortet. Und wir können nachher gerne auch diskutieren, wie wir diese Situation einschätzen. Aber eines dürfte feststehen: Israel wird versuchen, durch diesen Konflikt den Westen wieder hinter sich zu einen und den Fokus vom Genozid in Gaza auf den Konflikt mit dem Iran zu lenken.
Unabhängig davon, ob sich die Eskalationsspirale weiter dreht oder nicht, den Nachteil trägt so oder so die Bevölkerung in Gaza. Und besonders skandalös ist auch die Haltung der Bundesregierung zu Gaza. Sie hat einige humanitäre Worte von sich gegeben, jetzt unter dem Druck der Öffentlichkeit und auch der internationalen Anklage. Aber letztendlich sind sich von Ampel bis Union und selbst bis zur AfD und auch Teilen der Linkspartei fast alle einig in der Unterstützung Israels. Und das konnten wir auch beim Verbot des Palästina-Kongresses sehen. Es gab aus der Linkspartei einzelne kritische Stimmen, aber führende Personen aus der Berliner Linkspartei, aus dem Landesverband wie Klaus Lederer und Elke Breitenbach haben sich sogar an der Stimmungsmache gegen den Palästina-Kongress beteiligt. Und insgesamt kann man auch sehen, dass das Verbot des Kongresses relativ überschaubaren medialen Widerspruch nur geerntet hat. Und wenn wir uns jetzt anschauen, warum diese ganze Diskussion um Kriegstüchtigkeit und Disziplinierung überhaupt läuft, dann müssen wir ein bisschen auf die geopolitische Lage schauen. Wir haben seit dem Afghanistan-Krieg und dem Rückzug der USA und insbesondere jetzt auch seit dem Ukraine-Krieg die Situation, dass die alte Weltordnung unter der Führung der USA zusammengebrochen ist, sich aber gleichzeitig eine neue noch nicht etabliert hat. Und in dieser Situation rüstet Deutschland auf, um in der Konkurrenz der Großmächte zwischen den USA, China und Russland eine dominante Rolle zu spielen. Die strategischen Ziele hält die Bundesregierung in den sogenannten verteidigungspolitischen Richtlinien fest. Die letzten kamen im November 2023 heraus. Und darin heißt es, dass die Bundeswehr, ich zitiere, das Rückgrat der kollektiven Verteidigung Europas sein soll. Genau. Und das bedeutet insbesondere die Abschreckung gegenüber Russland. Und dafür werden massiv Truppen in Osteuropa stationiert und es werden riesige Militärmanöver abgehalten. Die EU führt außerdem Beitrittsverhandlungen mit Ländern wie Moldawien, der Ukraine, Georgien und jetzt zuletzt auch Bosnien-Herzegowina durch, wo es eine Konkurrenz zu russischen Machtansprüchen gibt, aus der heraus sicherlich auch wieder neue Konflikte entstehen können. Und man kann sicher auch nicht davon sprechen, dass der Krieg in der Ukraine ein Krieg für die Unabhängigkeit der Ukraine ist, denn die Ukraine wird mit massiven Schulden aus diesem Krieg herausgehen. Und schon jetzt gibt es umfangreiche Privatisierungen zugunsten westlicher Kapitalgeber, die sich wie Leichenflatterer auf das stürzen, was es zu holen gibt. Und diese Kriegstüchtigkeit, die richtet sich aber nicht nur gegen Russland. Und um das ein bisschen anschaulich zu machen, möchte ich wieder aus den verteidigungspolitischen Richtlinien zitieren. Da heißt es, Zitat: Auch wenn sich unser Fokus auf die Sicherheit vor der Russischen Föderation richtet, steht Deutschland vor einer Vielzahl gleichzeitig wirkender, sich gegenseitig verstärkender sicherheitspolitischer Herausforderungen. So beeinflussen Krisen, Konflikte und regionale Spannungen unser unmittelbares Sicherheitsumfeld in Afrika, im Nahen Osten, im Mittleren Osten, in der Arktis sowie im Indopazifik. Zitat Ende. Und für den Sommer plant die Bundeswehr die größten Marinemanöver im Pazifik in ihrer Geschichte. Das ist eine direkte Ansage an China, dass der Westen die Seewege kontrolliert. Und wie wir aus diesem Zitat sehen, wird die Bundeswehr darauf vorbereitet, in fast allen Regionen der Welt, ja sogar im Pazifik und in der Arktis, mitzumischen. Und es zeigt sich, wir kommen in eine Welt des aggressiven Wettrüstens,
die auch tendenziell mehr Konflikte zwischen den Großmächten mit sich bringen wird. Und das Ganze hat auch natürlich Auswirkungen innenpolitisch. Die Militarisierung bringt auch immer einen Rechtsruck mit sich. Wenn wir schauen, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn aufgerüstet wird? Es gibt eben diese Disziplinierung, von der ich gesprochen habe. Es gibt die Stimmungsmache gegen Linke und Migrantinnen. Es gibt antidemokratische Gesetze und polizeistaatliche Methoden. Und es gibt eine Rückkehr der militärischen Traditionen stärker in die Mitte, in die Sichtbarkeit der Gesellschaft und damit auch eine Stärkung der Nazis in der Armee. Und wer davon profitiert, ist die AfD, eine Partei, die mehr als jede andere aus Leuten mit Bundeswehrkarriere sich rekrutiert und die auch Netzwerke zu faschistischen Banden innerhalb von Militär und anderen Sicherheitsapparaten besitzt. Und die Forderung der AfD nach Frieden mit Russland macht sie sicherlich nicht zu einer Antikriegspartei. Ihr geht es nur darum, die Ressourcen und Truppen an anderer Stelle einzusetzen. Also sie will noch viel mehr Geld für die Bundeswehr und sie hat auch fast vollständig für den Bundeswehreinsatz im Roten Meer gestimmt. Sie steht zudem komplett hinter dem Genozid in Gaza, wo sie ihren antimuslimischen Rassismus rauslassen kann. Und die AfD nennt das eine souveräne oder nationale Außenpolitik, wo sie sagt, deutsche Interessen zuerst. Aber wir müssen sagen, die sogenannten deutschen Interessen sind Kapitalinteressen und eben nicht die Interessen der Arbeiterinnenbewegung. Und damit würde ich weitergeben an Dea, die schildern wird, was sind denn unsere Interessen und wie gehen linke Kräfte damit um? Danke. Ja, danke dir, Marius. Ich würde gleich mal anfangen mit der Sarah Wagenknecht und ihrer Partei, die sich Bündnis Sarah Wagenknecht nennt. Diese will nämlich eine souveräne deutsche Außenpolitik mit Entspannung mit Russland. Widersprüchlich dabei ist, sie lehnt halt die immer weitere Aufrüstung ab, sagt das auch, und will stattdessen Geld für Soziales und Gesundheit freimachen. Und aber gleichzeitig will sie eine angemessene Ausrüstung der Bundeswehr für die Landesverteidigung. Bündnis Sahra Wagenknecht will ein eigenständiges Europa, das nicht zwischen den USA und dem russisch-chinesischen Block zerrieben wird und das durch Diplomatie und internationale Abkommen gestützt wird, die uns aber, ja, und wir erinnern uns an die Ukraine und an Gaza, keine Perspektive bieten und einfach tiefe Schwächen haben, die genau da offenbart wurden. Eine Antikriegsbewegung auf der Straße und durch Gewerkschaften spielt bei Wagenknecht ebenfalls eher so semi eine Rolle. Frieden soll durch Verhandlungen von westlichen Staaten mit Putin geschaffen werden, nicht durch eine aktive und massive Antikriegsbewegung auf der Straße, in den Betrieben, in Schulen, in Universitäten, wobei wir ja sagen würden, genau das braucht es. Die prinzipielle Ablehnung von Waffenlieferungen gibt das Bündnis Sahra Wagenknecht auch etwas mehr auf, wenn es die Hoffnung auf Beendigung des Krieges ausschließlich auf geschicktes Taktieren und Verhandlungen der Regierungen legt. Gleichzeitig haben wir natürlich auch noch die Partei Die Linke, wo die Position von denen auch nicht so unbedingt viel überzeugender ist. Sie betonen gleichermaßen die Notwendigkeit der Diplomatie, jedoch ohne eine Perspektive, Mobilisierungen zu entwickeln und wirklich eine Bewegung mit aufzubauen. Dafür liebäugeln aber Teile der Partei ganz offen, literally mit der NATO und für Waffenlieferungen für die Ukraine. In einem Statement zur Lage in Gaza fordert die Bundestagsfraktion immerhin einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel, hebt aber da zeitgleich die Taten der Hamas vom 7. Oktober hervor, und zwar ohne die Kontextualisierung von 75 Jahren Besatzung und Unterdrückung. Noch im Oktober hatten sie im Einklang mit der Bundesregierung und der AfD ihre bedingungslose Unterstützung für Israel bekundet. Für eine unabhängige Perspektive gegen den Krieg gibt es also hier in Deutschland gerade keine Bewegung oder Strömung. Weil einerseits haben wir die klassische Friedensbewegung, den Stalinismus und Bündnis Sahra Wagenknecht, die eine illusorische Friedensordnung mit Russland anstreben.
Und andererseits passen sich eben die Spitzen von Linkspartei und Gewerkschaften der Regierung an. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs haben die nämlich zu Großdemonstrationen aufgerufen, die der Regierung eine Basis für die Aufrüstung schufen. Und mit dem Gaza-Krieg beteiligten sie sich aber an pro-israelischen Demonstrationen und stehen auch hinter der Staatsräson. Wir sind aber sowohl gegen Putin als auch gegen die NATO und die Bundeswehr. In Bezug auf den Ukraine-Krieg gilt unsere Solidarität den Arbeiterinnen und der Antikriegsbewegung in der Ukraine, in Belarus und in Russland. Auch die Aufgabe der Arbeiterinnenklasse im Westen ist es eben, gegen den eigenen Imperialismus aufzustehen, Waffenlieferungen und Truppentransporte zu verhindern, wie zum Beispiel mit Blockaden und Streiks von Waffenfabriken und Kriegslogistik. Gerechtigkeit gibt es nicht mit mehr Panzern von, sondern nur durch einen Aufstand der ArbeiterInnen gegen Putin. Die NATO ist der Todfeind einer jeden solchen Bewegung. Wir haben auch keine Hoffnung, dass die Bundesregierung die Unterstützung des Genozids in Gaza von sich aus aufgibt. Auch internationale Gerichte werden das Töten nicht beenden. Stattdessen braucht es eben eine weltweite Solidarität der ArbeiterInnenbewegung. Letztes Wochenende war ja auch der Palästina-Kongress. Da waren hunderte Leute, aber die Diskussion über Strategie zur Befreiung wurde durch die Repression einfach krass erschwert. Die Repression beim Palästina-Kongress war so krass, dass zum Beispiel ein politisches Betätigungsverbot ja verhängt wurde, was einfach nochmal ein ganz neues Ausmaß darstellt und eine neue Dimension hat. Ich denke, es ist so wichtig zu betonen, dass für uns die Befreiung eben nicht möglich ist, wenn das Vertrauen wie zum Beispiel in internationale Institutionen oder Tribunale, was ja auf dem Kongress viel diskutiert hätte werden sollen, aber auch nicht durch die Bourgeoisien in der Region, auch nicht durch den Iran, sondern nur durch die Selbsttätigkeit der Massen in einer Einheit von Arbeiterinnen und unterdrückten Völkern der Region. Als internationale Strömung, also als die transzistische Organisation für die Vierte Internationale, stehen wir an der Seite des palästinensischen Volkes und für sein Recht auf Widerstand und nationale Selbstbestimmung. Wir brauchen eine Antikriegsbewegung, die für ein Ende der politischen und militärischen Abkommen mit Israel kämpft. Das bedeutet, wir kämpfen für ein Ende des Genozids am palästinensischen Volk, für ein Ende der israelischen Militärinterventionen, der finanziellen und militärischen Hilfe des US-amerikanischen und europäischen Imperialismus. Und zwar für einen Bruch aller politischen und militärischen Abkommen mit Israel, für eine große internationale Kampagne zur Verteidigung des palästinensischen Volkes und seines Rechts auf Selbstbestimmung, für ein sozialistisches Palästina der Arbeiterinnen. Damit muss für uns einhergehen, die wir uns in einem imperialistischen Land befinden, dass wir uns gegen Krieg und imperialistischen Militarismus stellen. So, genauso wie unsere Genossinnen in allen anderen 15 Ländern. Kein Euro, kein Dollar, kein gar nichts mehr zur Finanzierung von Waffenlieferungen, weder Putin noch NATO. Für eine unabhängige Position in den Krieg in der Ukraine. Und statt, wie der neue Direktor der EU-Grenzagentur am 8. März meinte, dass wir geschlechtergerechte und geschlechtersensible Grenzen brauchen, sagen wir Schluss mit der Militarisierung der Grenzen und fordern eine Öffnung von all diesen. Sofortige Legalisierung von Migrantinnen für eine internationale Einheit der Arbeiterinnenklasse aller Länder gegen den Imperialismus. Was uns in imperialistischen Ländern vielleicht nicht so stark irgendwie im Bewusstsein ist, als bei Leuten in anderen Ländern, was aber auch eine unglaublich wichtige Forderung ist, die wir in Solidarität mit allen Werktätigen weltweit erheben müssten, ist die Streichung der Auslandsschulden der unterdrückten Länder, also Schluss mit der imperialistischen Ausbeutung. Es ist halt notwendig, diese Schuldendisziplin zu brechen und der imperialistischen Ausplünderung ein Ende zu setzen, in Ländern wie Argentinien zum Beispiel. Es braucht Streichung der öffentlichen Auslandsschulden der unterdrückten Länder bei den imperialistischen Staaten und dem internationalen Finanzkapital und eine Nichtanerkennung dieser Staatsschulden in den abhängigen Ländern selbst. Das bedeutet, wir müssen fordern, dass zum Beispiel der IWF und alle globalen Finanzinstitutionen ein Ende bereitet wird, für eine entschädigungslose Enteignung unter Arbeiterinnenkontrolle der imperialistischen Unternehmen, die die wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen in den unterdrückten Ländern ausplündern.
Wir lassen uns nicht kriegszüchtig machen, heißt, dass wir das weder in der Schule, weder in der Uni, im Betrieb oder in sonst irgendeinem verdammten Teil unseres Lebens machen lassen. Wir wollen uns organisieren und zwar genau an all diesen Orten, um eine Bewegung an Straßen aufzubauen und die auch mit Streiks zu stützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass keine der bürgerlichen Vorschläge, die wir vorhin erwähnt haben, in der Lage ist, eine friedliche, nachhaltige oder wünschenswerte Ordnung zu schaffen. Krieg, Ausbeutung und Zerstörung gehören zum Kapitalismus mit dazu und haben gerade eine Dimension angenommen, die eine radikale Umwälzung des bestehenden Systems zu einer Frage des Fortbestehens der Zivilisation macht. Also wie Rosa Luxemburg meinte, Sozialismus oder Barbarei. Genau jetzt ist nämlich die Zeit, sich gegen diese reaktionären Großmächte zu stellen, die halt literally tagtäglich versuchen, Wettrüsten und Militarisierung einfach wieder so krass zu normalisieren und auf die Tagesordnung zu setzen. Und dagegen müssen wir jetzt entschlossen was tun. Wenn wir nicht wollen, dass so alle Menschen, also dass die Arbeiterinnen und die Unterdrückten auf dieser ganzen Welt ihr Leben zugunsten von Profiten opfern, die an irgendwelche wenige Kapitalistinnen gehen, dann ist genau das, was wir jetzt passieren müssen, was jetzt passieren muss, dass wir gegen dieses System kämpfen. Weil Krieg und Zerstörung sind inhärent in diesem System. Militarisierung, Kriminalisierung von Armut, von Massensektoren, von Migrantinnen ebenso. Und wenn wir gegen all diese Auswüchse kämpfen müssen, dann müssen wir uns gegen dieses System richten. Ich weiß, dass, und das kann man, glaube ich, auch sehr stark beobachten, vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht, wenn ihr mit Freundinnen, wenn ihr mit Familie oder Kolleginnen über Sozialismus gesprochen habt oder einfach über den Kapitalismus an sich, dass es schon krass ist, wie sich im Zuge des Aufstiegs des Neoliberalismus in den 90ern diese ideologische Lüge gehalten hat, der Kapitalismus ist auswegslos, der ist in Stein gemeißelt. Weil das finde ich, wenn ich mit Leuten rede, das sitzt manchmal so tief, dass viele sich so literally leichter vorstellen können, wie der Klimawandel Sachen kaputt macht, wie Kriege Länder zerstören und irgendwie diese Welt zunehmend unbewohnbarer wird, als sich vorzustellen, dass es literally eine Alternative, dass es literally ein anderes System dazu geben kann und vor allem auch, dass man erfolgreich kämpfen kann und eine Welt zu gewinnen hat für ein schönes und gutes Leben für uns. In den Kämpfen, die wir auf der Straße führen, in den Unis und in den Betrieben, ist diese eingetrichterte Ideologie, der Kapitalismus ist ausweglos, immer etwas, gegen das man sich richten muss. Aber so, ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, nichts auf dieser Welt ist fest und für immer, nichts ist komplett unantastbar und man kann sich nie ändern. Sondern es gibt immer die Möglichkeit, etwas zu verändern und nichts muss gleich bleiben. Und wo wir gegen Repression und gegen Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen, müssen wir auch diese Ketten im Kopf bekämpfen, die uns durch unsere gesamte Zeit in dieser Gesellschaft die Lüge vom Sozialismus als Unmöglichkeit und dem Kapitalismus als das beste und einzig mögliche System und damit auch einen individualistischen Pessimismus irgendwo aufzwingen kämpfen. Und dazu müssen wir uns auch vor Augen halten und auch erlauben, irgendwo, ne, darüber nachzudenken, was denn eigentlich möglich wäre in einem anderen System. Weil im Gegensatz zum Kapitalismus ist der Sozialismus nicht darauf angewiesen, beständig neue Rohstoffquellen zu erschließen, Arbeitskräfte billig auszubeuten, die Produktion auszudehnen und Absatzmärkte zu schaffen und Profite zu erwirtschaften. Allesamt sind das nämlich die Grundlagen von Raubbau und von Krieg. Im Sozialismus entscheiden Arbeiterinnen im Zusammenspiel mit der Bevölkerung selbst, was und wie produziert wird und wie auch die Güter verteilt werden sollen. Entsprechend stehen die sozialen Bedürfnisse und die ökologische Nachhaltigkeit an erster Stelle und nicht die Profitinteressen von einigen wenigen. Der Sozialismus ersetzt den Eigennutzen und die Willkür einer kleinen Zahl von Kapitalistinnen durch eine rationale und zentralisierte Planwirtschaft der gesamten Wirtschaft. Und nicht durch ein bürokratisches Kommando, sondern eben durch demokratischen Willen und die Initiative der Mehrheit der Gesellschaft, die sich in Räten an den Arbeitsplätzen, in den Nachbarschaften oder so organisiert und bis zur Lenkung von Staaten oder Staatsföderationen organisiert. Der Sozialismus ist dabei, und das muss man sich, glaube ich, auch mal bewusst machen, kein Endzustand so der vollständigen Demokratie,
sondern ein Mittel, damit die Klassen menschlicher Gesellschaften ganz absterben und mit ihnen dann eben auch die Notwendigkeit für Staaten, die sich aus dem Widerspruch der Klasseninteressen ja überhaupt erst ergeben. Und diesen Zustand nennen wir dann Kommunismus. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich im Kopf zu behalten, dass die Kämpfe und die Bewegungen, die wir heute organisieren müssen gegen all die Dinge, die Marius genannt hat, die ich erzählt habe, unbedingt in der Perspektive von Sozialismus stehen müssen, um überhaupt die Ursachen von Rechtsruck, von Militarisierung und so weiter ein für alle Mal an der Wurzel auszureißen. Deswegen halten wir es für dringend notwendig, alle Kräfte für den Anstoß und die Entwicklung einer großen internationalistischen und antiimperialistischen Bewegung einzusetzen, die sich heute unserer Meinung nach an diesen drei inhaltlichen Punkten, die ich vorhin nochmal aufgezählt habe, also gegen den Genozid in Palästina, gegen Militarisierung und Krieg und für ein Ende der Plünderung der unterdrückten Länder durch imperialistische konzentriert. Und dazu wollen wir, und deswegen haben wir auch diese Veranstaltung hier gemacht, alle Organisationen, alle Aktivistinnen und alle Einzelpersonen, die diese Perspektive teilen, aufrufen, sich zu beteiligen. Und dafür ist es für uns zentral, dass wir uns an den Orten, wo wir sind, also an Arbeitsorten, an Unis, in den Gewerkschaften, in sozialen Bewegungen organisieren und vor allem auch gegen den passivierenden und gegen diesen spaltenden Einfluss der verschiedenen Bürokratien zu kämpfen, die mit den kapitalistischen Regierungen zusammenarbeiten. In allen Ländern, in denen wir agieren, nehmen wir uns im Rahmen unserer Kräfte vor, Tendenzen zur Selbstorganisierung und zur Koordinierung der Kämpfe von der Basis aus heraus vorzutreiben. Unser Ziel ist es, in verschiedenen Ländern Fronten und Bündnisse zu bilden, die einen sozialistischen Standpunkt der Unabhängigkeit der Arbeiterinnenklasse zum Ausdruck bringen können. Und diesen Kampf führen wir als Teil des Kampfes für den Aufbau revolutionärer Avantgarde-Parteien und einer Weltpartei der sozialistischen Revolution, was für uns den Wiederaufbau der Vierten Internationalen auf revolutionärer Grundlage bedeutet. Das ist eine sehr große Herausforderung, die wir uns angesichts des imperialistischen Kapitalismus, der uns immer mehr einfach literally in die Barbarei versenken will, annehmen wollen. Und dafür sind wir nicht nur international, sondern auch eben hier in Deutschland an verschiedenen Orten vertreten und nutzen darüber hinaus in Deutschland, in allen anderen Ländern auch die Zeitung, um unsere Ideen und Politik bekannt zu machen, um Arbeiterinnen und Unterdrückten eine Stimme zu geben und auch sie von ihren, keine Ahnung, täglichen Kämpfen berichten zu lassen. Wir fahren zu Streiks und interviewen die Streikenden, um irgendwie über ihre Kämpfe zu berichten. Also es gab zum Beispiel auch diesen Streik der Lkw-Fahrer an der Raststätte, an der Autobahn. Da sind Genossinnen mit hingefahren und haben darüber berichtet. Wir haben 2022 im Sommer mit als eine der ersten im Hamburger Hafen die Kolleginnen dort interviewt, als ihr Streik literally am ersten Tag von der Polizei angegriffen wurde und haben darüber berichtet und hatten super gute Gespräche mit ihnen. Die saßen dann bei uns auf dem Sommercamp und so weiter. Und ja, es ist voll die große Aufgabe, aber angesichts dieser Zeit ist es halt nötiger denn je, nicht in Pessimismus zu verfallen, sondern genau jetzt aktiv zu werden und zu kämpfen. Dann würde ich jetzt wieder an Marco abgeben. Danke dir sehr, Lea, und auch dir, Marius, nochmal vielen Dank für eure Vorträge. Ja, wir haben gehört, die Militarisierung ist auf dem Vormarsch, das Wettrüsten ist real und es geht mit einer Disziplinierung im Inneren einher. Und der Kampf dagegen ist eine ziemlich große Aufgabe, wie Lea gerade umrissen hat, aber eine umso notwendigere. Und darüber wollen wir jetzt diskutieren. Zu diesem Zweck stoppe ich einmal die Aufzeichnung.